Alle Welt spricht momentan von den Kryptowährungen. Ganz vorne natürlich der Bitcoin, aber es gibt auch IOTA, Ripple, Ethereum. Bei mir Ulrich Wehanke von börsianer.info. Was halten Sie denn von diesem Trend? Naja, also ich tue mir ein bisschen schwer. Bitcoin hat ja keinen inneren Wert. Es ist eine reine Spekulation, das muss man mal ganz deutlich sagen. Es ist ein reiner Hoffnungswert. Also ich kaufe Bitcoin, hoffe, dass andere nach mir noch kaufen und kann dann teurer verkaufen. Das ist schon das gesamte Konzept. Und ich sehe das Ganze sehr, sehr kritisch. Und mittlerweile sehe ich auch sehr kritisch, dass Medien darüber so stark berichten, die verstärken diesen Hype ja noch. Oftmals wird auch sehr unkritisch damit umgegangen. Oftmals wird auch sehr häufig darüber berichtet und, was ich noch viel schlimmer finde, auch manchmal in einem Umfeld, wo es einfach nicht hingehört, beispielsweise in einem Atemzug genannt mit dem DAX. Der DAX, die 30 größten deutschen Unternehmen, Bitcoin, eine von ganz vielen Kryptowährungen. Also ich wäre hier sehr, sehr vorsichtig und würde hier auch auf keinen Fall einsteigen. Würden Sie denn irgendeine Kryptowährung bevorzugen? Ja, also wenn man sich Bitcoin anschaut, dann hat Bitcoin bisher dafür brilliert, dass es sehr stark geschwankt ist. Bitcoin hat relativ hohe Gebühren, die Transaktionsdauer ist relativ lange. Das hat sogar dazu geführt, dass viele Akzeptanzstellen, wo Bitcoin schon mal als Zahlungsmittel eingesetzt wurde, gesagt haben, nee, wir machen nicht mehr mit Bitcoin. Das Problem an sich ist ja nun auch, es gibt 1500 oder mehr Kryptowährungen mittlerweile. Da gibt es sicherlich eine, die dann eben besser ist als Bitcoin. Aber das Grundproblem bleibt ja eben, man hat eben diesen inneren Wert nicht. Es bleibt also diese Spekulation. Insofern macht es auch wenig Sinn, jetzt eine andere auszuwählen. Nichtsdestotrotz ist die vielleicht besser geeignet. Nicht falsch verstehen, die Technik dahinter ist durchaus sinnvoll und kann auch für andere Sachen eingesetzt werden. Aber im Moment ist eben aus diesem innovativen Zahlungsmittel doch eine reine Spekulation geworden. Und das ist natürlich ganz kritisch zu sehen. Wenn man als Anleger sich dann bewusst entscheidet, das Risiko einzugehen, wie sollte man dann einsteigen? Tja, also da eigentlich stellt sich ja mir die Frage nicht. Also ich würde definitiv die Finger davon lassen. Ich würde lieber raten, zu Aktien zu greifen, beispielsweise Oldschool Design mögen. Das ist viel sicherer und letztendlich geht es mir ja auch um Sicherheit bei der Geldanlage als mehr um das Risiko. Und hier ist das Risiko einfach so hoch. Und wie gesagt, es steht ja nichts dahinter. Es tun sich auch alle Experten schwer damit, einen fairen Preis zu berechnen. Kann man ja nicht. Ich habe mal gelesen, dass ungefähr um die 2000 Dollar kostet es, so einen Bitcoin zu generieren. Ja, viel Stromkosten, viel Rechnerleistung. Aber das muss noch lange nicht der unterste Preis sein für so einen Bitcoin. Und natürlich, je nachdem, wie viele auf diesen Zug aufspringen, umso stark kann diese Währung auch noch steigen, wenn man sie denn überhaupt Währung nennen sollte. Aber wie gesagt, ich würde nicht investieren. Und man muss sich auch noch die Frage stellen, mal abgesehen von den Medien, die das Ganze noch verstärken, welche Interessen bestehen da? Die Börsen verdienen gut, es gibt Emittenten, die Derivate drauf anlegen, es gibt viele Bücher mittlerweile dazu, es gibt sogar jetzt Börsenbriefe dazu, und die alle wollen natürlich auch ihr Geld verdienen und nicht unbedingt dem Anleger das Beste tun. Wo kann man denn diese Währungen überhaupt kaufen? Tja, also wie gesagt, auch die Frage stellt sich mir eigentlich nicht völlig. Ich würde sagen, wer zocken will, und für mich ist es eine reine Zockerei, der sollte 5% seiner Ersparnisse nehmen, sollte mit diesen 5% seiner Ersparnisse in die Spielbank gehen, da gibt es eine schöne in Wiesbaden zum Beispiel, und da 5% seines Geldes verzocken, hat er wenigstens eine ganz tolle Atmosphäre, hat einen tollen Tag gehabt, tollen Abend gehabt, als am Computer zweimal zu klicken und nachher zu sehen, dass sein Geld weg ist. Also beim Roulette mal auf Rot oder Schwarz setzen. Ulrich Wehanke hat sich heute für Rot entschieden. Danke, dass Sie da waren und deutliche Worte zu den Kryptowährungen gefunden haben. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Inside Wirtschaft.